Eine Höhle und wir sind ganz alleine hier drin. Naja, vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall in der Höhle sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und ich würde mal sagen, ich gehe mal flott weiter. Oh, hier sind sogar Trainerkämpfe. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich dachte jetzt normal Höhle, zack, zack, zack. Aber wie bei jedem Pokémon-Spiel gibt es auch in der Höhle Trainer. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Okay. So. Was hat die? Das ist eine Pokémon-Züchterin. Oh, endlich mal vier Pokémon. Was ist das denn hier? Endlich mal eine Herausforderung. Ich dachte hier, ich würde mich hier tot langweilen. Aber hier. Mein Pikachu ist richtig im Keller. Damit meine ich, dass es richtig geschwächt ist. Aber es hat noch immer genug Power, um das gegnerische Pokémon zu zerfetzen. So. Hat eine neue Technik. Wunschtraum. Was kann man hier wegmachen? Mach mal die Pflanzenattacke weg. Ich bin jetzt kein Pflanzen. Ich will das Ding überhaupt nicht als Pflanze benutzen, irgendwie. Sondern eher als nur Feen. Deswegen mal gucken. So. Pokémon wechseln wäre nicht schlecht. Jo, wen hauen wir da rein, Mann? Mein Grammokless ist besiegt. Nehmen wir mal Glutexo. Sieht echt gerade bei mir ein bisschen kritisch aus, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, wieder zurückzulaufen ins Pokémon Center. Das ist eine schlechte Kombi. Feuer gegen Feuer. Mal gucken. Joa, das war nicht so schlecht. Das war sehr nice. Gut, gut. Ja, ich meine, ist mein Glutexo aber auch sehr stark. Bisaknosp erreicht Level 17. Nur weiterkämpfen. Machen wir erstmal weiterkämpfen hier. Das passt auch so super, denn Pflanze gegen Feuer, das ist nie gut. So, bam. Und tschüss. Ja, aber die sind echt sehr schwach. Also dieser EP-Teiler, ich sag mal so, der ist richtig zu krass. Also, ohne diesen EP-Teiler wären meine Pokémon weitaus unterm Level hier. Nein, weiterkämpfen. Aber dieser EP-Teiler macht das echt irgendwie sau. Immer alles. So, Drachenwut. Komm. Das war ja nix, Pikachu. Das war was. So, da war das auch schon. Vier Pokémons mal einfach so erledigt. Und Level 23 erreicht. Sehr schön. Dieser EP-Teiler, der ist echt der Hammer. So, okay, gut. Ja, bla bla bla. Nun gut, das war's dann mit dem ersten Kampf hier. Jo. Nichts Besonderes, oder? Sagt ihr noch was? Nein. Was? Mein Profil. Beantworte hier einige Fragen, um dein Profil zu aktualisieren. Willst du an der Befragung teilnehmen? Was ist das jetzt? Ist das ein Pokémon, also eine Pokémon-Befragung oder eine allgemeine Befragung? Ich mach mal ja. Aber es passiert nichts. Ich muss jetzt hier selber irgendwas aussuchen. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock. Sollen die mal selber machen. Und ich sehe da vorne so einen Stein. Und ich denke mal, da muss ich hier Stärke einsetzen, oder? 100%. Aber gut, erstmal mit den Kollegen hier mal quatschen. Hallo? Was? Der will nix? Was hat er jetzt gesagt überhaupt? Ich dachte, das ist ein Trainerkampf. Aber naja. Um nach Pedro 4 zu gelangen, solltest du dich noch mal auf Route 7 begeben und einen anderen Zugang suchen. Hä? Ah. Da war ja ein Zweig aus Eingänge, ne? Ich glaube. Ups. Wo sind eigentlich die Pokémons hier? Ah, hier komme ich nicht weiter. Gut. Dann hat sich das ja hier erledigt schon, denn ich muss jetzt außen rumlaufen. Da war ja noch eine Höhle. Hab mir ja schon gedacht, warum sind hier zwei Eingänge? So, gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen, denn erstens habe ich dich schon gefangen und zweitens ist mein Pikachu ein bisschen geschwächt und ich bin jetzt auch entkommen. So muss das auch sein. So, jetzt ratzfatz hier raus. Zack. Und ich gebe mal meinen guten alten Pikachu mal ein bisschen was zum Essen oder beziehungsweise. Hä? Super Trank. So.
Jetzt habe ich so viele Beeren, setz die aber nicht ein. Das wäre eigentlich praktisch, wenn man... Nein! So, okay. So. So, was soll ich denn nehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Warte mal. So, hier. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, füllt sie seine KP um 10 Punkte auf. Joa. Das 10? Joa, das nehme ich auch. Das ist sehr gut geben. Nehmen wir mal... Kann man noch einmal? Ach so, der einmal geht nur. Okay, gut. Wollte schon nur wissen. Ich wusste es jetzt nicht mehr, dass man... Vielleicht kann man ja 99 Mal das dem Pokémon geben. Wer weiß das schon. Aber gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier war ja der zweite Eingang. Genau. Und dann schauen wir uns mal an, was hier so Schönes los ist. Gut, da... Ah, genau. Da war ich ja gerade. Von der anderen Seite. Könnte theoretisch den Stein eigentlich wegwerfen. Also, was heißt wegwerfen? Zur Seite schieben. Und dann würde er da runterfallen. Na gut. Hallo. Wieso wollt ihr mit mir jetzt nicht kämpfen? Oh je. So, was ist denn da? Habe ich nicht. Könnte ich fangen. Ich glaube, das mache ich auch. Flurmel. Ich werde dich fangen. Aber mein Pikachu wird zu stark sein für dich, glaube ich. Ich mache jetzt einfach nur einen Donnerschock. Wenn ich Glück habe, stirbst du nicht. Ja, das ist gut. So, Flurmel, ich werde dich jetzt auf jeden Fall fangen. Dich habe ich noch nicht. So, Beutel. Bälle. Und ein Superball. Yeah. Sehr nice. So, komm. Ich habe nur leider zwei. Also soll das jetzt sofort klappen am besten. Ja. Klappt auch. Sehr schön. Klasse, Flurmel wurde gefangen. Ja, Namen gebe ich jetzt wieder nicht, denn, ja, wüsste ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn ihr kurz mal sagt, oh, ich möchte gerne irgendein Pokémon haben mit meinem Namen, gerne könnt ihr das sagen. Wenn ich es dann fange, werde ich es auch beachten, wenn ich es nicht vergesse. Ich kann auch nichts für, wenn ich es vergesse. So, nein. Okay, so passt es. Sehr schön. So, gute Dame, wie wär's mit einem Kampf? Ich werde dein Pokémon-Team etwas aufpäppeln. Okay. Ach so. Ja, das ist sehr nice. Nö, gefällt mir. Ist ein Pokémon-Center in einer Höhle ohne Pokémon-Haus? Warum nicht? War es das jetzt schon mit der Höhle? Da ist ja schon der Ausgang. Das ist ja mal schade. So, was... Dann mach ich mal hier. Ich habe einen coolen Tipp bekommen und zwar... Zornklinge ist eine sehr geile Technik. Und zwar, gut, im ersten Schlag macht das wenig Schaden, aber beim zweiten macht das doppelt so viel Schaden, beim dritten das Dreifache und das ist richtig nice. Also, jetzt macht das so viel. Deswegen war es beim letzten Mal so, dass ich mich gewundert habe, dass ich mit dem zweiten Schlag doppelt so viel Schaden abgezogen habe. Das kann man jetzt so schön sehen. Ich habe jetzt wieder Zornklinge eingesetzt. Ja, doppelt so viel, ne? Und wenn ich jetzt nochmal einsetze und falls der Balken bei einem Pokémon jetzt länger wäre oder es mehr aushalten würde... Würde ich das Dreifache auch abziehen, das könnte man dann auch schön sehen. So, zack, bam. Sehr schön. Ja, sehr interessantes Pokémon. Muss ich auf jeden Fall jedes Mal auch sagen. So, Level 19 erreicht. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier raus. Das war schon mit dieser ganz großen Höhle. Eigentlich mal ein bisschen Regen hier. Und wir sind auf der Route 8 gelandet. Da unten ist ein kleines Haus, sehe ich gerade. Halt! Nicht so schnell! Ausrufezeichen. Ach, das sind die da. Verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht es dir und dein Grammarkloss gut? Woher weißt du, dass sie direkt, dass ich ein Grammarkloss habe? Ach, die richten sich immer am ersten Pokémon, denke ich mal. Also, was ich als anfangs habe im Team. Okay, gut. Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, ein so riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich dein Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Naja, ich habe mich das jetzt nie gefragt, denn ich habe jetzt kaum Pokémon gefangen, sage ich mal. So, ich weiß nicht, 10, 20, ne? Ungefähr.
Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Okay. Tippe ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichmaßen wachsen. Okay, also dann. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Bonjour. Okay, gut, gut. Dankeschön, Dankeschön. Hau rein. So, das ist jetzt die Route 8. Es regnet. Meine Frage ist jetzt, ob es immer so regnet bei der Route 8 oder ist das ein Wetter, was auf Zeit ist, ne? Also das wechselt sich. War ja, ne, bei Rubin und Saphir war das ja auch so. Manche Regionen haben dann Stop-Regen gehabt. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt leider nicht, aber ist auch egal. Hier geht's auch nicht weit. Oh, super dran gehalten. War aber auch ziemlich auffällig, diese Strecke hier. Da mittendrin kann man nach rechts laufen. Aber das ist ein... Das ist gemein, ne? Denn ich habe bestimmt mehrere Sachen so übersehen, weil man sie nicht sehen kann. Und wenn man schön sehen kann, bin ich ja irgendwie auf dem Berg. Oh Mist, ich war jetzt auf diesen Rasen da nicht. Aber jetzt gehe ich mal kurz rein. Ich will mal sehen, was hier ist. Ah, so eins, okay. Habe ich schon mal gesehen. Gut. Aber was soll ich da Großartiges jetzt machen? Machen wir... Nein! Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, das hat... Ah, das war das Viech. Oh doch, das werde ich, glaube ich, fangen. Das hat später so eine coole Entwicklungsstufe. Das sieht dann aus wie so ein Digimon. Ja, ja, das war das. Ich glaube, das war das sogar. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal fangen. Aber ich werde es mir jetzt fangen. So, Zornklinge. Ich hoffe mal, ich kill das nicht mit einer Zornklinge. Oh, ich bin verwirrt. Ich habe Para. Ne, Para habe ich nicht. Okay. Nein! Oh, oh Mann, Alter. Das war jetzt viel zu stark. Okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich wollte es halt fangen, aber wenn es nicht will, dann will es halt nicht. Dann muss es ja auch nicht sein. So, dann gehe ich mal runter. So, wo geht's? Ah, da ist bestimmt auch was, oder? Nein, diesmal nicht. Aber hier... KP Plus, danke schon, danke schon. Immer her damit. Ja, ja, danke, 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 danke. So. Das ist jetzt. Ich gehe wieder zurück wegen einem Grund, weil da war ein komischer Stein und ich möchte ihn schon ein bisschen antippen. Ah, das Viech. Sehr lange nicht gesehen. Vipitis. Oder Vipitis. So. Ich überlege gerade. Ich hab da... Habe ich da irgendwie... Was? Oh Mann, ich hab da ja eine coole Technik irgendwie rausgekickt. Oh Mist. Ich habe jetzt nur eine Angriffstechnik. Das ist sehr schlecht. Also das ist wirklich sehr schlecht. Denn damit kann ich ja nicht viel anfangen. So, ich glaube, jetzt habe ich Zornklinge. Schwertanz gehabt, das heißt, das verdoppelt auch meinen Schaden, plus Zornklinge verdoppelt auch meinen Schaden. Das müsste doch jetzt schon Aua machen, denke ich mal, oder? Falls es überhaupt trifft jetzt, komm. Ja, macht schon etwas Aua. So, jetzt nochmal. Das Viech will mich vergiften, aber das geht hier leider nicht, denn ich bin das Stahl, ne? So, down, down, down. Jo, spannender Kampf auf jeden Fall. So, jetzt gehe ich mal fix wieder dahin. Jetzt habe ich zwei Runden hier umsonst gemacht. So. Gut, zack. Zack. So, hier. Hier ist doch was. Hier ist doch nicht im Leben einfach so ein Stein. Doch, es ist einfach nur ein Stein. Okay, gut. Naja, ist ja auch egal, aber für alle Fälle wollte ich mal gucken, ob da wirklich was ist. Hier ist was. Den, 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 den. Wow, das Viech habe ich auch schon mal gesehen. So, das werde ich aber auch fangen. Ich bin heute irgendwie auf Fangrausch. Ich will alles irgendwie fangen. So, Zornklinge. Driftlon, ich werde dich fangen. Aber sowas von. Boah, hat das viel abgezogen. Richtig viel. So, machen wir mal ein bisschen Schwerttanz. Wir tanzen mal hier ein bisschen rum, testen ein paar Moves von Tierno. Tierno, Tierno, Tierno. So, Schwerttanz, ab geht's. Und jetzt nochmal
mit Zornklinge. So, Zornklinge. Komm. Oh, das, da kann ich bis morgen mal. Das wird nichts. Ich muss hier Pokémon auswechseln. Beziehungsweise mache ich nochmal Schwerttanz und danach nochmal Zornklinge und dann gucke ich mal, wie viel ich wirklich dann abziehe. Ist auch ein gutes Beispiel, wie stark die Attacke danach mit der Zeit wird im Kampf. Das ist aber auch ein guter Vorführeffekt auf jeden Fall. So, okay, das hat mich fast erledigt, aber mal gucken. Ja, okay, gut, das hatte echt nicht viel Sinn hier. So, wen nehmen wir da? Floette. So, nehmen wir die mal. So, mal zeig mal, was du drauf hast hier. Hast jetzt noch eine neue Stufe bekommen? Muss ja irgendwas hier drauf haben, oder? Wunschtraum. Wie sieht das denn aus? Oh, sehr nice. Okay. So. Machen wir Feenbrise. Ich teste gerne alle Techniken aus. Ich kenne ja nicht jede vom Design her, wie die jetzt so aussehen. Gut, jetzt kann ich das auch fangen. Habe ich noch einen Pokéball bestimmt, oder? Einen Pokéball habe ich noch. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ah, okay. Das hat meine HP ein bisschen aufgepeppt. So, was gibt's denn noch Schönes? Pokéball? Jo, ein Superball und 4 Pokébälle habe ich. Das ist doch mal schon mal was. Ja, perfekt. Gefangen, so muss das sein. Driftlorn wurde gefangen. Dankeschön. Dieser Knopf erreicht Level 18. So, möchtest du einen Namen geben? Würde ich auf jeden Fall diesmal auch nicht. Dankeschön, Dankeschön. Brrr. So, nein. Man weiß ja nie, ob ich das irgendwann mal gebrauchen könnte. Vielleicht für ein zweites Team. Man kann ja sich mehrere Teams gestalten. Man muss ja nicht nur mit einem Standardteam hier rumreiten. Hängt immer vom Gegner ab, was der Gegner für, sag ich mal, spezielle Pokémon hat. Dann kann man das ja schon ein bisschen auch anpassen. So, aber hier ist ein Pokémon-Kampf. Mein großer Traum ist es, Champ zu werden. Also los, lass uns kämpfen. Dann lass uns kämpfen. Und ich werde dich sowas von besiegen. Du, denn du hast nur ein Pokémon. Wie kannst du nur ein Pokémon haben? Verstehe ich nicht. Ja, okay, gut, das ist hier eine schnelle Sache. Da muss ich nicht viel machen. So, Zornklinge, komm. Oh, Mist. Das war doch eine große Sache, denn mein Pokémon hatte kaum HP und dann passiert halt sowas. Nö, zurück. So, nehmen wir mal... Was ist das für ein Typ überhaupt? Nehmen wir mal... Komm, Glutexo, mach mal deinen Job ein bisschen hier. Ich freue mich, wenn ich schon Glurak habe, dann geht's richtig ab. So, Drachenwut. Das ist doch ein Drachenviech, oder? Ja, so ein halbes Drachenviech, oder? Irgendwas sieht so halt aus. Naja, die Technik bringt jetzt bei mir nicht so viel, Kollege. So, nochmal Drachenwut, dann war's das auch schon. Dann kann ich mal rausgehen auf die schöne Welt. Aber die ist ja schon draußen. So, perfekt. Dankeschön, 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 Dankeschön. Gut, dann würde ich mal sagen... Das war es erstmal mit dieser Folge jetzt hier. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, falls ihr, sag ich mal, nicht in YouTube sehr aktiv seid oder ja, immer aktuell sein wollt, Facebook lade ich die Folgen immer zuerst hoch. Also nach YouTube lade ich die bei Facebook hoch, dann kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn die Folgen da sind. Ist sehr praktisch, also auf jeden Fall müsst ihr dann, sag ich mal, Facebook auch einen Account haben etc. Aber ich denke mal, das hat fast jeder. Jo. Dann würde ich mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und ja, bis zur nächsten Folge, euer SackHTS.